Boah, ich könnte ausrasten. Also erstmal willkommen zurück zu Grandia. Ich habe gerade den Part aufgenommen und mal wieder ist dieses kack-fucking Audio City dann abgekackt, wenn es nicht soll. Und ich kann den Part nicht mal nochmal aufnehmen, weil ich ja nicht gespeichert, also weil ich ja nicht speichern konnte, bevor ich es angefangen habe. Boah, ist das zum Kotzen. Also, wie oft mir das immer abkackt, gerade wenn ich anfange, neuen Dings aufzunehmen. Eine neue Aufnahmesession. Das kotzt mich so an. Dabei sollte Audio City eigentlich weniger Probleme machen als mein Audio-Recorder. Here goes. So, erstmal hier Scheibenschneider. Da nochmal Angriffe. Du hat scheinbar irgendwas Vergiftendes in seinen Messern. Oh Gott. Also wir müssen echt ein bisschen an unserer Ausdauer arbeiten. Justin ist hier der Einzige, der heilen kann. Wie wir letztes Mal schon gemerkt haben. Ich habe aber noch ein paar Zeugs mitgenommen zum Aufladen. Ja, nee, das mit dem Audio City, das kotzt mich so an. Weil ich das ja eigentlich gemacht genommen habe, weil ich dachte, dass es dann besser läuft. Von der Audioqualität und so. Aber es macht mich halt ganz kirre. Weiß nicht, vor ein paar Tagen habe ich auch dummerweise das geschlossen, ohne vorher das abzuspeichern. Ja, sowas kommt auch vor. Da war ich so am Kotzen. Den müssten wir nur nachsynchronisieren, also nochmal aufnehmen, also nachsynchronisieren. Und das hasse ich. Das kostet immer so viel Zeit. Ich muss dabei das Video angucken und alles. Oh Mann. Ist da was hier? Flammengeschoss. Leck Arsch. Aber solche Sachen sind dann dafür verantwortlich, dass mir das Spielen dann plötzlich keinen Spaß mehr macht. Weil ich mich damit dann rumärgern muss. Ich habe schon so wenig Zeit zum Aufnehmen. Und dann muss ich nochmal Zeit investieren, um das nachzusynchronisieren. So, und dann habe ich heute noch nicht mal was gegessen. Ich war einkaufen, aber ich habe noch nichts gegessen. Ach doch, ein paar Kekse habe ich gegessen. Ich habe noch nichts zum Mittag gegessen und jetzt haben wir schon Nachmittag, fast. Schon halb drei. Grad. Ah, heute muss ich auch erst abends arbeiten gehen, also um 20 Uhr rum. Das heißt, ich habe nur ein paar Stunden Zeit, was zu machen und Videos zu rendern und so weiter. Ja, und ich habe endlich mal 100 Abonnenten erreicht. Dafür einen herzlichen Dank. Danke, dass ihr meinen Kanal besucht, dass ihr meine Videos schaut. Und einen besonderen Dank gilt an die, die mir auch immer fleißig mal Kommentare schreiben. Ich liebe Kommentare. Wer liebt sie nicht? So. Ja, so klar. Schockwelle, ich hasse es. Alle werden getroffen, ja, toll. Und Geo verreckt mir hier fast. Mal einen Schokoladenkeks. Nom, nom, nom. Steinwurf. Also ich habe irgendwie das Gefühl, irgendwie bin ich total aufgeschmissen.
Frank Rapp einiges rausholt mit seinen Attacken, die alle treffen. Oh, tot, alle getötet. Und wir sind auch halt tot. Mal wieder. Da werde ich mal eine Runde heilen machen mit Justin. So. Sauber. Heilen, Justin. Fähigkeitsstufe höher. Heilen, Einzelland. Ach so, hier. Der nächste, bitte. Wenigstens hat Justin jetzt alle Heilen eins erlernt, dann kann er so Gruppenheilung machen. So. Gio, was hast du denn so drauf? Bombe. Okay, das ist er nicht durch. Dann. Justin macht mal Schockwelle. Alle Zauber aus, das ist gut. Und Justin hier den finalen Schlag. Hahaha. Das war's, alter Schwede. Was für ein Sieg. Überragend. Wir sind die besten, die geilsten, die größten Bitches der Welt. Obwohl, Bitches, ist das nicht irgendwie ein Fachausdruck für eine weibliche Frau? Also eine, die so ein dummes Dummchen halt ist? Ich kenne mich damit nicht hundertprozentig aus. So, jetzt gehe ich nochmal heilen. Und dann geht's weiter. Dam, 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 dam. Wir müssen natürlich nicht gegen die Leute hier kämpfen. Aber wie gesagt, es ist zu empfehlen. Ich glaube, das ist eine Sackgasse. Hm? Okay, dann war das hier eine Sackgasse. Nein! Alter! Verdammt. Ich bin einfach nicht gut. So, Mama Steinwurf. There's no use in hiding. Bombe. So, das wär's für euch. Von hinten gibt's kein Kindergeld, das wisst ihr, ne? Okay, okay. Oh, habt ihr Gidos Gesicht gesehen? Das ist so putzig. So das Glitzern. Ah, grazie, ich bin ein Level Up. Da kommt man nicht vorbei. Ohne ein Kämpfchen. Käfer! Gehen wir mal wieder hier vor, das Front. Dann machen wir mal den da hinten. Scheibenschneider! Zwei Stück erwischt. So, dann machen wir hier noch Schockwelle. Here goes! Boom! Boom, 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 boom.
Oh, Guido macht mit seinem Schlag den Rest glatt. Pustekuchen. Wie schaut's denn aus? Okay, Rap kriegt als nächstes eine Stufe dazu. Gott. Wir sind so viele. Da hinten ist Gold. Lass mich rüber. So. Ich glaube, wir müssen hier lang. Okay. Ja, wir haben es geschafft. Wir sind da durch. Oh Gott. Oh Gott. Leute, ich ahne Schlimmes. Wenn ich recht ersinne, begegnen wir gleich. Hey, was ist das alles? Kennt ihr das irgendwoher, Justin? Vielleicht eine Lokomotive, aber scheint einen Dampfantrieb zu haben. Ja, beeindruckend. Das wurde mit alter angloranischer Technologie hergestellt. Gott sei Dank, ich kann speichern. Heil. Speichern. Grandeur Motor. Oh Gott. Jetzt wird's übel. Oder doch noch nicht? Aber bald. Es dauert nicht mehr lange. So. Ja, da sind sie nämlich, die drei Vibes-Bilder. Hehe, was dachtest du, könntest du hier tun, Justin? Also Schatz, nach meinen Berechnungen ist hier, um diesem armen kerlischen Mädchen zu helfen. Oh Gott, er hat keine Ahnung. Dank für den Geisterstein. Wir haben ihn beim Turm der Verdammung vergessen. Damals hattet ihr Glück, aber jetzt geht ihr in uns, gebt ihr ihn uns, wenn ihr vernünftig seid. Glück gehabt? Ja, stimmt. Wir haben euch verprügelt und sind weg. Ganz ruhig, Affengesicht. Wir werden uns schon noch rächen. Oh Gott, nein. Oh nein. Oh nein, nein, nein. Wir müssen ja zu dritt gegen die drei Weiber kämpfen. Wo die alleine schon total sind. There's no use in hiding. Auf jeden Fall ist Mio eine, die am meisten schadet, weil sie einen einschläfern kann. Here we go, the Trinity Attack. Dreifaltigkeit. Oh, according to my calculations, this one'll get him. Here goes. Yes. Diese Attacke dürfen wir noch öfters zu spüren bekommen. Scheiße. Ha, here's my special friend. Genau das meinte ich.
Damit schläfert sie uns ein. Hier muss ich jetzt mal selber aufheilen. Wobei ich mir ziemlich sicher bin, dass ich diesen Kampf nicht gewinnen kann. Here we go! The Trinity Attack! Haha! Let me show you my splendid moves. According to my calculations, this one'll get him. Here goes! Yes! Das ist der Grund, warum ich gespeichert habe. Wie ihr sehen könnt, kacken wir ziemlich ab gegen Dreifaltigkeit. Und alle heilen sind, glaube ich, auch so um die 30 oder 40. Ja, 40. Ja, natürlich, auf meinen Heiler wird hier volle Kanüle eingedroschen. There's no use in hiding. So, Wundensalve auf Justin. Ich bin ziemlich der Überzeugung, dass wir nicht genug dabei haben. Hier nehme ich auch Gruppe. Ach, hier kommt. Justin muss hochgeheilt werden. There we go. Honig. Mio ist im Moment am meisten beschädigt. Wenn wir sie ausschalten, dann können wir zumindest verhindern, dass uns... oh nein. So eine Explosionsattacke. Scheiße. Damit versiegelt sie, glaube ich, Zauber. Naja, als ob Rap viel Zauber hatte. Ja, da ist wieder die Attacke, die ich so hasse. Na toll, nicht nur betäubt, jetzt wird er wahrscheinlich nur eingeschläfert. You little twit, die! So, dann machen wir noch. Oh shit. Na toll, Rap ist tot. Okay, er hat den Belebungsstein. Ich hoffe, alle heilen drei? Sag mal, geht's noch, Schlampe? Ich glaub's ja nicht. Glaubst du nicht, es hackt? Die kann auch noch heilen. Oh mein Gott, die muss definitiv sterben. How's this? Feels good, right? Also Nio ist definitiv die stärkste von allen. Die betäubt und heilt und Unterstützungszauber allgemein und ich hasse sie. Ist eine Schlampe. Komm Guido, hau auf sie drauf. Rap, du. Jetzt Guido. Wenn du das hinkriegst. Nein! Oh, das ist doch nicht wahr! Er hat Gideon gekillt! Na toll. Ich bin sowas von erledigt. Here we go! The Trinity Attack! Let me show you my splendid moves. According to my calculations, this one will get him. Here goes! Yes!
Ich meine, ich hab das normalerweise, aber da bin ich denn noch etwas besser trainiert. Na klasse, Justin ist fast tot, Rap ist tot, Guido ist tot und die Schlampen sind natürlich noch am Zug. Was ist das für ein Mist? Aha, sie kann besser zaubern. Och nee, nicht jetzt. Wenn ich jetzt einpenne, dann kann ich doch gleich Neustart drücken. Ja, der Kampf ist definitiv erledigt. Ich würde sagen, im nächsten Part versuchen wir es nochmal. Vielleicht gehe ich sogar vorher noch trainieren. Und ja, bis dahin sage ich Tschüssi, eure Tita Kenshi.